Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu InSound Mind. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben hier eine Liste gefunden mit einer Anweisung, wo wir denn die Einzelteile einer Pistole finden. Hier ist immer noch zu. Also ich bin ja tatsächlich der Meinung, dass wir hier komplett in unserer eigenen Psychose gefangen sind. Irgendwas nicht so lief, wie es sollte. Unsere Patienten sind weggestorben. Wir können ja noch mal kurz zusammenfassen, was wir schon alles erfahren haben. Unsere Patienten sind weggestorben. Er hat andere Verhaltensweisen festgestellt. Er wurde irgendwie selber ein bisschen bekloppt. Irgendjemand scheint auch verdammt sauer zu sein auf uns. Mann. Ist aber auch immer erschreckend. Ja, irgendjemand ist anscheinend verdammt sauer auf uns. Hat auch unsere Katze auf dem Gewissen. So, hier springe ich mal fix drüber. It's blocked from the other side. It's blocked from the other side. Attacke! It's blocked from the other side. Okay, klingt nix. Hab ich verstanden. Hier ist ansonsten auch nichts weiter. Ist alles zu. Wir sollen hier anscheinend nicht rein. Aber jetzt habe ich die ganze Zeit Schiss, dass hier so ein Vieh rumrennt, ne? Brauchen wir nicht. Hier ist wieder eine Tür in Zelle. Irgendwie liegen hier auch verdammt viele Scherben rum. Vielleicht die Scherben unserer Psyche? Man weiß es nicht. Virginias Apartment. Den Namen haben wir vorhin schon mal gehört. Ah, was sind denn hier überall für Scherben? Ich wollte nicht mehr ans Telefon gehen. Vielleicht haben wir ja doch irgendwann mal Glück. Wiederleben. Wir sind voll, was die Batterie angeht. Mein Liebling. Nun muss ich auf Briefe zurückgreifen, da du nicht ans Telefon gehst. Mich verwundert, dass der Anrufbeantworter, den wir gekauft haben, sich nicht einschaltet. Ist er kaputt? Dein Vater bestand darauf, dass wir dir Geld für die Stromrechnung schicken. Du weißt, dass ich dich liebe und dich unterstützen werde, aber ich will dich nicht dazu ermutigen, uns jeden zweiten Monat um Geld anzubetteln. Jeden Monat, nicht nur jeden zweiten. Du musst etwas finden, womit du ordentlich Geld verdienst. Deine Spielzeuge verkaufen sich einfach zu selten. Du warst immer so charismatisch, vielleicht kannst du das ja zu deinem Vorteil nutzen. Jedenfalls schicke ich dir ganz viel Liebe, bitte geh ans Telefon. Mom, Dad und Freddy. Und noch zwei Herzen. Irgendeiner von den drei Personen hat kein Herz gemalt. War wahrscheinlich nur Mom und Freddy. Der Dad dachte sich, nö, mein Freund, schon wieder Kohle. Gibt's kein Herz. Es ist noch ungefähr dieselbe Uhrzeit wie vorne im Büro. War der Brief von gerade eben. Boah, da kriegst du ja Kopfschmerzen von. Aus damit. Vorne ist der kaputte Spiegel. Es ist alles so ein bisschen nichtssagend. Also wir sind hier ganz schön noch im Rätsel gefangen. Effektiv hat der Raum uns gar nichts gebracht. Moment, hier geht's noch weiter. Alles voller kaputten Spiegeln. Außen regnet's wie verrückt. Jetzt sind wir doch in einem Hotel. Ja, auch irgendwie Sinn. Vielleicht haben wir uns ein Büro im Hotel gemietet. Eine violette Tonbandkassette von meinen Sitzungen mit Virginia. Okay, also es war eine Patientin von uns. Wir haben gerade wieder einen Checkpoint erreicht. Tuch von Virginia Ruhl. Sie wickelt das Messer in ein hübsches Tuch und bietet es mir dar. Sie krächzt vor sich hin und wir hübschen Frauen führen mich fort ganz ohne Halt. Ihre Träume sind tot, also nimm die meinen. Ich frag mich, wie sie nachts kann träumen. Meine Albträume sind ein zeitloser Fluch. Ein Messer durchtrennt das hübsche Tuch. Okay.
Immer noch so schlau wie vorher. Bleib nicht im Bett. Oh, kleiner Teddy. Denkt ihr, passiert jetzt was, wenn ich mich ins Bett lege? Nö. Also wird Shinya eine Patientin von uns. Kann natürlich sein, dass das Hotel jetzt gar nichts damit zu tun hat, wo wir gerade eben waren. Wir sind ja wieder durch so eine Teleportiertür gegangen. Das haben wir schon kapiert. Ja, sie hat anscheinend auch irgendeinen psychischen Knacks gehabt, war bei uns in Therapie. Sie ist nicht ans Telefon gegangen, sie hat irgendwie ihre ganzen Spiegel zerkloppt. Warum wir nicht im Bett bleiben sollen? Verstehe ich noch nicht so ganz. Ich würde sagen, wir gehen wieder zurück. Ich wüsste zumindest nicht, was wir hier noch sollen. Ach, schaut mal, gibt es noch so einen kleinen Kraken. Der chillt auf jeden Fall auch sein Leben. Aber bloß die Batterie. Die immer dreckige Küche. Sieht irgendwie eher aus wie ein Pappteller. Nee, ich glaube, sehr viel mehr gibt es hier nicht mehr zu sehen. Dann würde ich sagen, wir machen mal zurück. Gucken mal, was jetzt so auf uns wartet. Ich hoffe, keine Tintenkleckse. Telefon. It's unbearable, isn't it? The pain of losing a patient. Virginia trusted you when she died because of it. What will you achieve by listening to her tape? Vindication, absolution, retribution for your misdeeds. Think about it. Okay, also sie ist wirklich gestorben, anscheinend aufgrund eines Behandlungsfehlers von uns, so wie wir das vorhin schon oder letzte Folge schon uns dachten, dass es darum geht. Also das sieht ja auf jeden Fall ganz stark wie ein Hotel aus hier. Bin ja schon mal froh, ich dachte, wenn er anruft, kommt bestimmt gleich wieder so ein Vieh. Also wirklich weitergebracht hat uns das hier oben jetzt nicht, außer die Anleitung für die Pistole. Sammle alle Pillen, finde den Schlitten der Pistole im ersten Stock über dem Warenautomat. Wir sind doch im ersten Stock. Ein Warenautomat, der stand hier auf jeden Fall irgendwo. Ah, ich muss immer mal wieder die Taschenlampe ausmachen. Entschuldigung, ich denke halt immer nicht dran. Aber wir haben noch 85% und Batterien gab es ja auch genug. So, bin ich jetzt blöd? Wir hatten doch irgendwo so einen Warenautomat gesehen. Ah, das war nicht hier, oder? Bin irgendwie die Stockwerke. Die sind ein bisschen verwirrend hier im Spiel. Finde den Lauf im Putzraum im Erdgeschoss und finde den Griff im Keller. Putzraum im Erdgeschoss. Die Sache ist, wir sind doch in der 1. Geh jetzt nochmal kurz hier rein. Na genau, wir sind in der 1. Wir kommen von B. Also Keller. 1. Also Erdgeschoss, wahrscheinlich. Finde den Schlitten im ersten Stock über dem Warenautomat. Na, wenn eine 1 dran steht, gehe ich von aus, dass es der erste Stock ist. Aber irgendwie war das ja letztens schon so ein bisschen verwirrend. Ich glaube, das war eine Etage tiefer. Da stand so ein Automat. Blau-grün leuchtend irgendwie. So, aber das war doch... Nee, das war der Lagerraum. Das war nicht der Putzraum. Also hier auf jeden Fall nicht. Die Sache ist, ich möchte eigentlich nicht unbedingt wieder runterfahren, weil ich weiß... Oder hochfahren, weil ich weiß, was uns da erwartet. Er ist doch immer noch da und hat Bock auf uns. So, wir gucken nochmal kurz durch. Es geht ein bisschen langsam voran.
Aber ich möchte halt auch alles mitkriegen und verstehen und auch überall ein paar Hinweise sammeln. So, das ist der Wartungsraum. Also hier sind wir nicht durchgekommen. Hier war alles von innen blockiert. Also hier sind wir auf jeden Fall nicht richtig. Ich würde jetzt gerne nochmal ein B fahren. Einerseits fahren wir dann an der ersten Etage vorbei und ich kann gucken, ob der noch wartet. Jetzt sind wir nicht an der ersten. Nein, wir waren ja in der 1. Entschuldigung. Da oben wartet nichts Gutes auf dich. Wenn ich du wäre, würde ich es mir hier unten gemütlich machen. Regeln für das Kellergeschoss. Haben wir uns schon durchgelesen. Also wir sind im Keller. Hier stand im Keller hinter der Waschmaschine in der Mitte. Stand in der Mitte da? Im Keller hinter der Waschmaschine in der Mitte. 1, 2, 3, 4, 5. Gibt keine Mitte. Wir können ja mal draufspringen. Haben wir hier? Was auch immer, erhöht dein Tempo mit jeder dritten Pille. Okay, wir haben jetzt das erste Mal eine Anzeige bekommen. So, hinter der... guck mal, da hat was geleuchtet. Komm ich ran. Jetzt. Komm nicht ran. Vielleicht von der anderen Seite. Ich dachte schon, wir kommen nicht mehr raus. Da sind wir noch weiter weg. Boah, ey, hört auf damit. So, also. Die Sicherung. Wir hatten ja hier schon mal eine rausgenommen. Wir hatten ja geschrieben oder gesagt, dass die eine Waschmaschine kaputt ist, ne? Man nicht selber reparieren soll. Also mein Gedanke war jetzt, kriegen wir die Sicherung wieder raus? Wenn wir die Sicherung nehmen, in die Waschmaschine packen, die vielleicht kaputt ist, dass die Trommel da drinnen richtig Bambule macht und sich deswegen die ganze Waschmaschine verrückt. Also wenn das jetzt stimmt, dann bin ich echt stolz auf mich. So, wir probieren es mal, würde ich sagen. Komm, bam. Ich habe recht gehabt. Ich fasse es nicht. So, bloß nicht so weit vor. Ich brauche die Sicherung wieder. Komm schon. Ja, hat gereicht. Geil. Erstes Rätsel gelöst. Ich frage mich, ob das auch schon gegangen wäre in der ersten Folge. Wir haben ja die Sicherung hier rausgenommen. Wir hätten die wahrscheinlich gleich da reinpacken können. Aber okay. Ist ja nicht schlimm. Jetzt wollte ich den Pistolengriff reintun. Ein um sich schießender Fahrstuhl. Wäre auch mal was Neues. Wir kommen hier immer noch nirgendwo rein. Hier liegt jetzt noch Munition. Ist auch neu dazugekommen. Aber irgendwas zum Aufbrechen haben wir halt immer noch nicht. Weiß nicht, ob das dann einfach die Pistole später sein wird, mit der wir Sachen aufschießen. So, na gut. Das heißt, das haben wir erledigt. Wir sind jetzt im Keller. Jetzt haben wir noch Erdgeschoss und den ersten Stock. Also muss ja die 1 das Erdgeschoss sein. Im Putzraum im Erdgeschoss mit Klebeband unter dem Tisch befestigt. Dass der Keller ist, können wir ja bloß wieder 1 hochfahren und müssten ja im Erdgeschoss landen. Ich habe noch ein bisschen Angst davor, wieder in die 2 zu fahren. Ich gebe es offen und ehrlich zu. Würde ganz gern erstmal. Schon wieder. Ach nö, was ist denn, wenn wir nicht reingehen? Gut, dann bimmelt das die ganze Zeit. Are you having fun on what is obviously a path to self-destruction? Come on, Doctor. It's Psychology 101. Boah, man hat echt ganz schön dolle Schiss jedes Mal, wenn das Telefon klingelt. Also das Spiel
weiß schon, oder die Entwickler wissen schon, wie sie es machen, dass man hier echt ein bisschen mit Paranoia rumläuft. So, nochmal ein bisschen Dings. Bisschen Strom in die Taschenlampe rein. Also, hier muss der Putzraum sein. Das war bloß der Lagerraum, Hauswirtschaftsraum. Wir könnten notfalls nochmal runterfahren. Da war ja ein Plan vom ganzen Gebäude. Ich würde schon fast sagen, dass sowas hier in der Richtung ein Putzraum ist, aber es ist der Wartungsraum. Wir gucken nochmal durch. Ansonsten... Huch. Ja, also hier kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal runter und gucken uns nochmal den Plan an. Vielleicht werden wir daraus ein bisschen schlauer. Heizraum? Ne, wo war denn das? Drüben war das, glaube ich. Ah, wir können ja hier auch noch basteln. Das hatte ich schon wieder ganz vergessen. So. Wir sind im Arbeitszimmer. Waschküche, Aufzugsschacht, Lüftungstechnik. Lager, Entsorgungsraum. Versorgungsgang. Leider nur ein Plan von... In der Etage hier. So, Licht lass mal an. Irgendwas zusammenbasteln. Werden wir dann wahrscheinlich können, wenn wir alle drei Teile zusammen haben. Da liegt auf jeden Fall was. Hier kommen wir immer noch nicht ran. Den Zettel kennen wir schon. Hier oben ist halt noch das Ding. Wir können es immer noch nicht einschlagen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Putzraum sein soll. Ich hoffe, ich stehe gerade nicht einfach auf der Leitung und ihr wisst es alle. Was war das schon wieder? So, ich habe halt echt gar keinen Bock auf zweite Etage, aber wir müssen wohl oder übel müssen wir hoch. Ich habe bloß keinen Bock zu sterben. Ich möchte es mir nochmal kurz anschauen. Also, hol dir die Gasmaske aus dem Heizkeller. Kommen wir noch nicht ran. Ah, wir können uns das Tonband noch anhören. Finde den Schlitten der Pistole im ersten Stock über dem Warenautomat. Finde den Lauf der Pistole im Putzraum im Erdgeschoss mit Klebeband unter dem Tisch. Also. Wir fahren jetzt nochmal kurz in die 1. Ich möchte noch einmal rumgucken. Tut mir leid, wenn... Wenn es vielleicht gerade nicht ganz so spannend ist. Aber das muss ja der erste Stock... Oh, ey, hört auf damit. Das muss ja der erste Stock sein. Oder das Erdgeschoss muss es ja hier sein. Das heißt, wahrscheinlich ist der Putzraum... mit Klebeband unter dem Tisch befestigt. Ist auf jeden Fall kein Tisch. Das heißt, der Putzraum wird wahrscheinlich einfach irgendein Raum sein, wo wir noch nicht reinkommen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Eventuell müssen wir uns wirklich erst das Tonband anhören. Damit sich hier wieder irgendeine Tür öffnet. Hier war alles zu. Die andere Seite kommen wir hier leider nicht. Hier ist zwar ein Tisch. Ah doch. Alles klar. Es ist aber auch fies. Es steht Putzraum da und wenn wir den Raum hier betreten, heißt das aber, wie hieß das Ding, Wartungsraum? Kommt die Meldung nochmal? Nö, Meldung kommt nicht nochmal. Auf jeden Fall stand ja hier Wartungsraum oder irgendwas. Ich möchte es jetzt nochmal ausprobieren. Okay, es kam keine Meldung. Aber auf jeden Fall war das für mich nicht der Putzraum. Gut, Teil 2 ist gefunden. Das heißt, wir müssen jetzt hoch. Weil Teil 3 oben auf uns wartet. Und dort war dieser Warenautomat. Ja, den habe ich noch gut in Erinnerung. Jetzt müssen wir uns natürlich an dem Typen vorbeischleichen.
Das werden wir dann aber erst in der nächsten Folge sehen. Ich bin auch ein bisschen froh drüber. Kann ich nochmal verschnaufen und muss mir das erst morgen antun. Ja, ich bin aktuell doch sehr begeistert. Viele Rätsel im Kopf. Aber so Stück für Stück kriegen wir doch zusammengepuzzelt. Gerade auch das kleine Rätsel unten mit der Waschmaschine hat sich doch schnell gelöst und Laune gemacht. Dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen 16 Uhr wieder. Und da geht's ab in die zweite Etage oder eigentlich in die erste, so heißt sie ja im Spiel. In den ersten Stock. Zu dem Tintenklecks. Ich hab Bock. Nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis dahin. Macht's gut.